Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute ist Blutmond. Ich hab's glatt auf glatt. Glatt geahnt, dass heute Blutmond ist. Wenn wir gleiche Dinge aufnehmen. So, dann werden wir gleich unsere Dinge aufstellen. Und zwar. Gut, dass ich das hier fertig gemacht habe. Aber hier noch welche da sind und jetzt eine Horde kommt, das gibt's ja gar nicht. So. Also das kommt mir ungelegen, also ein Tag zu früh. Gut, was machen wir am besten, ne? Also wir werden jetzt hier gleich anfangen, die Dinge aufbauen. Und zwar, Aufnahme läuft, ja, das da. Und zwar schön zwei hintereinander. Da werden wir nicht rausgehen. Da. Das werden wir nicht verhindern können, dass sie ja da reingehen, ne? Aber wir werden mal schon was vorbauen. Weil wir werden ein bisschen vorbeugen, also zumindest in eine Reihe. Nach Möglichkeit. Aber nicht überall, überall geht es nicht. Das ist irgendwie zu gefährlich für mich. Das ist schon gefährlich hier vorne. Gut, dann müssen wir ein bisschen weil. Das ist mir doch zu riskant, ne? Also die Mauer muss ich schützen. Das heißt, da ist die Pflanze. Ich denke, was ist da wieder? Weiß, drehen ist besser, aber also ich weiß, hier ist die Schwachstelle, hier werden sie auch kommen. Oh. Geht da jetzt nichts. Ah ja. So, dann haben wir hier hinstellen. Nicht da oben stehen. Die werden wir später wieder wegnehmen. Aber zumachen. So. Das gleiche werden wir jetzt auch vorne machen. Und zwar, wo wir reingehen. Also heute, also die Folge wird kein Blutmond sein. Aber ich wollte eigentlich da voranhalten, dass wir hier zumindest vorbereiten. Das heißt, hier müssen wir auch was vormachen. Zumindest zwei Reihen. Da außen habe ich zum Glück schon fertig. Hier machen wir auch noch ein paar Reihen hin. Geht ja darum, dass wir nicht hier gleich vor der Haustür stehen, ne? Mal kurz reingehen. So. Die Tür geht falsch rum auf.
Denn ich weiß, die Biester werden uns garantiert irgendwo besuchen. Ob hier, weiß ich nicht. Also Munition, die läuft schon durch. Ich hab's irgendwo geahnt. Also 42, ne? Also dann werde ich mal die Dinger aufnehmen. Die Dinger schießen ja nur da, wo ich bin. Das heißt, hier unten bringen sie gar nichts. Hier unten werde ich mich nicht aufhalten. Dann muss ich mal schauen. Am besten Balkon. Also ich hätte mir mal Balkon aufhalten. Das hält die ja nicht auf, aber wir machen Tür zu. Also ein bisschen. Und dann könnte man noch was machen. Wir könnten das wegklopfen. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Und da kommen sie hier nicht ran. Dazu nehmen wir unsere Pickel. Das heißt, das Gewehr. Das können wir da lassen. Dann werden wir hier den Zugang-Prinzip erschweren, unsere Etage, dass wir hier das schon mal wegschlagen. Dann kommen sie hier nicht hoch. Dann haben sie natürlich ein Problem, ne? Also dann schwieriger, ne? So, mal gucken, wie wir Munition wieder haben, also Hülsen. Klee, Iron, also wir brauchen Eisen. Habe ich noch Eisenschrott fertig? Ich könnte sein, ja, das habe ich auf jeden Fall. Hier sehe ich keinen Schrott. Zerlegen. Alles schlecht, was ich habe. Zerlegen. So, da unten war nichts. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, rund 2 Stunden. Wir haben diese Türen abgesichert, denke ich mal. Und das sollte eigentlich ganz gut sein. Dann haben wir auch Masse da. Zerlegen. Dann haben wir ein bisschen so Turrets aufstellen, ne? Zumindest da, wo ich mich aufhalten werde, dass da einer steht. So, hier. Schauen wir mal, vielleicht können wir Munition schon fertig. Oh, fertig. Ist nicht viel, ist weniger als letztes Mal, aber naja, gut. Ja, ne? Wollen wir jetzt mal so einen Kauf nehmen, ne? So, das heißt, das können wir zurücklegen. Das brauchen wir noch. Zurück. Zurück, das brauchen wir. Das werden wir noch brauchen, denke ich mal. Vielleicht sehen wir noch, was wir machen können. Das werden wir mal zerlegen. Legen wir rüber. Schießpulver. Tabletten zum Kampf, Antibiotika, denke ich mal. Gewehr brauchen wir jetzt hier nicht. Ein zweites Reparaturkits können wir noch herstellen. Wir haben Klebeband, kein Eisen. Hier haben wir drinne kein Feuerholz. Haben wir Holz hier? Nö. Aber gut, dass wir was gemacht haben, ne? Ja, rüber, zack. Ja, schnell geschmiedet, also Eisen zur Not, ne? Ja, schau mal. Einschalten und dann gleich mal Eisen schmieden hier. Messing haben wir auch da. Ey, wir haben noch Rasta. Das wäre doch was, ne? Aber wenn wir nicht noch Munition herstellen könnten, ne? Wäre doch ideal. So, das brauche ich eigentlich wichtiger. Dann Munition.
Anschluss. Brauchen nämlich mindestens 5 Eisen und dann Retourkits. Die müssen garantiert Maschinengewehr reparieren, Pistole reparieren. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir das fertig haben. Das können wir nicht rausnehmen. Müssen wir mal das erledigen. Mal sehen. Gut. Wir haben jetzt 5. Matte und Schuss. Munition fertig. Dunkel. Es kann sein, dass ich hier wieder auf Kamera umstellen werde. Wahrscheinlich. So, da haben wir 3 Stück. 3 Stück. Das ist gut. Dann werden wir uns gleich die Dings herstellen. Die Reparaturkits. Dauert nicht eine Minute. Und Zeit. Ja. Also bis 10 mit dabei. Ab 10 geht es dann neue Folge. So. So, was wollte ich noch machen? Ach so. Und zwar wollte ich das noch schnell machen, dass wir ein bisschen unsere Tore aufwerten können. Ne? Geht ja wirklich schnell. So, dann werden wir uns wahrscheinlich hier um die Ecke am meisten beschäftigen. Denke mal hier in dem Bereich. Hätte ich gerne Eisen gehabt. Gut, okay, wird nicht funktionieren. Dass wir hier einen aufstellen. In hier an der Tür werden sie anklopfen. Dann starten nämlich an. Das heißt, das können wir nach oben nehmen. Das da. Ich hätte noch gerne vor aufgeladen, also geht das nochmal. So, gut, da haben wir hier stehen, haben wir Unterstützung. Hier werden sie viel kommen, das schätze ich mal. Dann den nächsten stellen wir. Ja, wie macht der jetzt Munition? Das ist ja schon bei nur noch 14. Na super. So, schnell beeilen, holen. Und da ist die Tür. Ah, nee, da ist Eisen vorgepackt. Ja, nur ist egal, nur lass zu. Können wir nicht ändern. So, stell mal hier vor, hier kommt am meisten her. Und dann vorne ist ja der Graben. Reparieren. Dauert dann so lange. Ach so, gut, für 3-10 muss man reichen normalerweise. Gut, dann sind wir hier gewappnet. Ja, das da unten leider geht leider nicht. So. Ich persönlich würde es ja aufwerten mit Eisen, aber leider ist das so, ich befürchte, der Kong hält ja nicht und dann haben wir mehr Schaden als Nutzen, wenn wir jetzt das entsprechend machen werden. Ne? Aber ich stelle mal die 15 Munition her und dann haben wir schon mal viel gewonnen. So, haben wir Schießpulver. Meine haben ja genug da, ne? Hier noch auch 2000 Stück. So. Pistole. Wollen wir noch 50 bis Pistole machen zur Not? Ah, der Pistole wird reichen. 48. So, 350. Reparaturkits. Ja, genau. Immer zurück. Das nehmen wir auch mal. Das nehmen wir auch noch so runter. Schießpulver zurück.
Gut, das ist voll. Ja, gut, okay. Also jetzt noch stärken hier am besten noch hier. Was haben wir da? Tee, okay, Tee. Benutzen. Dann werden wir gleich mal ein bisschen Braten machen, Fleisch braten. Machen wir ein bisschen Wildbrett. Beißen, die soll das Wildbrett kochen wir gleich oder braten, also, das ist das Date, ne? Also braten normalerweise da zurück. Dann machen wir uns gleich mal ein bisschen Kuchen, Maiskuchen, ne? Da brauche ich nur Wasser, haben wir dabei? Ja, nur leere Flasche. Wasser, Tee hier rüber. Gut, Wasser haben wir nicht dabei, aber Wasser haben wir oben. Zwei Flaschen haben wir hier gehabt. Da nicht, da. Ist das eine Aufregung? Und gleich mal Maisbrot. Geht zwar nur zwei, aber besser wie nichts. Wie gesagt, ich hätte Wasser holen müssen, aber naja. Auch dann kein Durchfall. Benutzen Vitamine. Bisschen vorbeugen, ne? Hoffen wir, das klappt. Muss ich meinen Wert auffrischen. Benutzen, den Wert aufwerten auf möglichst viel. Ja, dann können wir noch aufbrennen. Level, ne? Wäre nicht schlecht, ne? Damit gerade kommen. Okay, das müsste reichen. Trinken, das ist mal gut. Gut. Habe ich noch irgendwie einen Torwart gehabt irgendwo? Hier oben glaube ich nicht. Ach, hier hinter war einer. Mal sehen. Warum kann ich das jetzt nicht aufladen? So, Hilfe. Reparieren. Ja. Zerlegen, modifizieren, ne? Falls man ins Haus kommt, dass ich da nötige, oh, draußen. Leute, ist bald soweit. Wir werden mal gleich mal Tschüss sagen und winke winke. Wir werden gleich wieder da sein. Die Aufnahme mache ich dann morgen. Ne, das mache ich nicht heute. Dann sage ich hier mal Tschüss und Ciao, mal eine kurze Folge und dann geht morgen eine volle Folge mit Rupenmond. Ich will mich auch ins Bett gehen, wo wir früh aufstehen muss. Tschüss und danke fürs Reinschauen. Also hier geht aus.